Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen geilen, cremig, freshen Tag und heute gibt es mal wieder was richtig crazyes, also hoffe ich zumindest. Denn ja, die Patrons sind ja rausgekommen und es gibt jetzt wieder einen neuen Game-Mode auf dem PBE und zwar ist das Nexus Blitz so genannt. Und dieser Game-Mode ist nicht, oder beziehungsweise grundsätzlich ganz, ganz wichtig erstmal zu sagen, ist experimentell. Das heißt, ja, wir, die Spieler, sollen jetzt sehr, sehr viele Erfahrungen sammeln und an Riot mehr oder weniger wirklich alles droppen, wie wir den Game-Mode finden, was gut ist, was schlecht ist, etc. Und es wird richtig krass viel verändert werden. Das heißt, wenn jetzt hier einige Sachen in dem Game-Mode noch nicht so gut passen und hier und da, die werden da richtig, richtig, richtig die nächsten Wochen übelst krass viel dran verändern. Das ist also eine, quasi, man kann sagen, eine Alpha-Version oder irgendwie sowas in der Richtung. Dieser Game-Mode soll nämlich ein Game-Mode werden, der ist grundsätzlich erstmal zweimal Jungle und drei Laner. Ja, wir sehen, jetzt fängt's an. Und es soll ein Game-Mode werden, der eventuell zusätzlich zur normalen Summoners Rift Map dabei sein kann. Also nicht so ein Fun-Mode, also auch Fun-Mode, aber ein, ja, ein Game-Mode, der halt ein bisschen am Start ist. So, wir müssen jetzt mal gucken, was sich hier, wir kaufen einfach mal das Ding hier. Das sieht mir nach Jungle aus. Das heißt, wir haben zwei Jungler. Es ist eine Map, die also Duo, Jungle und zwei Lanes. Ja, man kann das ungefähr sehen. Die Map soll ungefähr 15 Minuten gehen. Jungle XP wird geteilt. Ich schreibe das mal meinem Mate hier. Jungle XP wird geteilt können zusammen junglen. Ich habe jetzt einfach mal Talon gepickt, weil ich denke mal, auf so einer Map ist der übel krass. Und eigentlich ist Talon und Jungle hier halt nicht so gut. Aber dadurch, dass ich halt, ja, dass wir zusammen junglen können. Also man kriegt alleine 100%. Und wenn man Duo junglet, kriegt man 150%. Also, na, da oben spawnt irgendwas. Lass mal, obwohl, ne, lass diese Dinger. Oh, ich glaube, die, Alter, sind ja 300 Vögel. What the fuck? Ja. Dieser Game-Mode, das Interessante bei dem ist, der geht, wie gesagt, maximal so 15, oder absolut maximal soll der 20 Minuten gehen. Die haben irgendwas eingeführt, das nach 20 Minuten GG ist. Ja? Ansonsten haben die noch so ein, ja, on fire heißt das Ganze. Das heißt, die Person, die die meisten, oh, ich habe ja auch Smite, stimmt. Die Person, die die meisten Kills hat, die soll wohl on fire sein, so ein bisschen wie dieses Ascension. Ja, da wo dieser, die eine Person golden wird, groß wird, etc. Und die soll mehr Stats haben, mehr AD, mehr AP, mehr CDR und das Ganze. Ja, wir werden jetzt gleich einfach mal, würde ich sagen, mal ein bisschen hier auf die Lanes gehen und gucken, wie sich dieser Game-Mode denn verhält. Im Prinzip ist es, wie gesagt, es ist zwar ein Fun-Mode irgendwie, aber es soll halt schon ablösend sein. Ja, im Sinne von, oder nicht ablösend, so, oh, yeah, Blue-Buff spawnt einfach hier in der Mitte. Dann nehmen wir den mal. Sondern im Sinne von, es soll wirklich vielleicht, ich kann mir vorstellen, dass es auf Dauer vielleicht ein kompetitiver Game-Mode werden könnte. Also was ähnliches wie die 3-und-3-Map, halt nur für 5 Leute. Wir müssen, Alter, der Blue-Buff, der ist ja komplett gegeben. Wenn Fizz jetzt kommt, dann haben wir ein unglaublich krasses Problem. Oh, der smitet den ganz weg. Oh, wir haben ihn bekommen. Wir haben ihn sogar beide bekommen. Ich gehe mal ihm ganz schnell helfen. Wenn er ihn jetzt führt. Na, dann zack, den nehmen wir mit. Das ist gut. Den taken wir. Den haben wir getaked. Eigentlich glaube ich, oh, das ist ja kein. Ich gehe erstmal raus hier. Na, wir gucken mal, was ist der Blue Buff? Greatly increased Mana, Cooldown. Ja, na, ganz normal. Ich denke, ich gehe erstmal shoppen. So, was kaufen wir? Wir kaufen uns Schuhe, wir kaufen uns Schwerter, wir kaufen. Stopp mal. Da. Schwerter. Damit sind wir drin. Das ist gut. Na, das ist gut. Also bisher muss ich sagen, die Map gefällt mir so optisch, ne? Die finde ich, sieht gut aus. Jedes Team hat übrigens diesen Turm. Ja, das heißt, man kann nicht counter-jungeln. Also man kann counter-jungeln, aber nicht zu krass. Das heißt, diese Camps sind immer safe für die Gegner. Oh, das ist jetzt schlecht. Das ist schlecht, Leute. Das heißt, ja, der Turm, der ist unsterblich, den kannst du. Also, der hat zwar eine AP-Anzahl, aber der soll angeblich unsterblich sein. Ja, Frage ist, was ich jetzt mache. Ich habe sehr wenig AP. Ja, wir gehen mal hier auf die Lane. Unten gibt es hier auch noch irgendwas? Nee. Na, das heißt, okay, der Blue Buff spawnt hier, der Red Buff spawnt da drüber. Frage, was ich jetzt hier mit meinen wenigen HP mache, ne? Hält sich ein bisschen in Grenzen, was die Möglichkeiten angeht. Die sind immer noch hier am Machen. Nö, stopp. Ne, ja, da müsste ich vielleicht ein bisschen. Ich meine, es muss auf jeden Fall Absprache sein, ne? Da hätte ich mit Fiddle dann zusammen was machen müssen, aber ich muss jetzt shoppen gehen. Ich mach mal ganz schnell meinen Discord hier aus. Ja, Leute, ich habe einen Discord tatsächlich. Ich packe den Link mal unten in die Beschreibung. Das heißt, wenn ich neue Champs teste oder irgendwas mache, werde ich auf dem Discord immer fragen, ob jemand Lust hat von euch. Ja, das heißt, die Leute werde ich als allererstes fragen. Ansonsten, oh, das ist delicious. Ich muss da. Oh, guter Damage, komm schon. Nice, der ist tot, der ist RIP. Oh, das ist ja diese Rauchwolke von Akali, fällt mir gerade auf. Oh no, Bro. Ich glaube, die killt mich. Oh, fuck. Die brennt aber noch. Okay, wir haben uns gegenseitig umgebracht. Das heißt, Discord, Leute, ne? Ich bin sogar super aktiv auf dem Discord. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne da vorbeischauen.
1075 kostet das Ding. Can be cast. Gibt es noch andere? Okay, es gibt diese alle, diese Version. Aber ich wollte eigentlich gucken. Achso, es gibt keine. Das, was ich eigentlich sehen wollte, ist, ob es das rote Smite-Ding auch gibt. Aber das gibt es anscheinend nicht. Dann kaufen wir uns nochmal den Schaden hier. Na, Schaden ist gut. Könnte mal den Sound. Der ist bei mir ein bisschen leise. Ich weiß nicht, ob der nur bei mir so ist. Erst mit dem Grom. Eigentlich, ja, können wir die ja zusammen machen, ne? Also, denke mal, das sollte man sich so ein bisschen teilen. Die Frage ist, wie man jetzt strategisch das Ganze dreht. Ich muss ja für mein Team ein bisschen fighten. Wir haben jetzt Ultimate. Wenn der da rein ultet, das wäre unglaublich delicious. Oh, oh, er hat, oder hat er ult? Oh, doch, er ultet. Oh mein Gott. Ja, oh, das ist Jin. Das ist natürlich alles ein bisschen laggy, muss man sagen. Also, das ist immer ein bisschen... Ich glaube, ich kill mich gerade. Komm, spring. Ah, was? Oh my goodness. Oh, hier ist dieser Turm. Ich könnte es ja mal... Ah! Schon. Ist der Kali noch irgendwo hier? Ich hoffe nicht. Oh, da ist der Riesenfisch. Der Hummer. Aber ich lebe, meine Freunde. Ich lebe. So, die Frage... Oh. Ja, den nehmen wir. Den nehmen wir. Die Frage, wer ist on fire? Na, es heißt ja, dass eine Person... Ich denke mal, so ähnlich wie bei Garen, der krasseste Banger ist immer on fire. Ich glaube, war das da unten der Twitch? Oh, was passiert? Blue Team wins Cursed Enemies. Das blaue Team hat jetzt Cursed... Achso, es gibt auch Random Events. Ja, stimmt. Es gibt auch irgendwelche Random Events, die passieren und irgendwelche Random Buffs und irgendwelche Geschichten, die ich jetzt nicht weiter keine Informationen direkt zugefunden habe, aber... Wir haben irgendwelche Cursed Minions. Das klingt ja schon mal verdoomed. Nicht wahr? Was ist denn das hier für ein Skin? Ist das der neue? Der sieht ja verrückt aus. Red Buff ist nicht da. Das Akali. Also soll auch, es ist gewollt, dass es halt viel Action gibt. Ne? Es ist halt so eine Kurzversion von, ey, die kriegen alle, ne? Ja. Also ich habe halt keine Ult. Es ist eine gewollte Kurzversion von Ich bin tot. Kacke. Okay, das war ein bisschen, das gehen wir zu, war ein bisschen bad. Wir kaufen uns mal die schnellen Schuhe. Im Prinzip ist es halt, ne, kann man nicht sagen, aber es ist halt so eine Art Battle Royale, ne? Ne, es ist eigentlich nicht, aber, ne, direkt hier battlen, kloppen, viel Action, nicht so lange aufbauen, ist eigentlich, ich find's cool, die Idee, also bisher gefällt sie mir. Und was man nochmal dazu sagen muss, es ist ein Prototyp. Das heißt, wenn gewisse Sachen nicht gefallen, zum Beispiel man merkt, es gibt zu wenig Jungle Camps, die brauchen zu lange, oder man könnte noch mehr, ja, Zeitvertreib zwischendurch brauchen und man kommt zu schlecht an die Türme ran, dann... Das ist ja alles unser Feedback, mehr oder weniger. Lol, jetzt hat er die XP mit abbekommen, oder was? Ja, geht, geht. Das heißt, es gibt da quasi kein... Ja, also das ist Aufbau, ne? Wir können das wahrscheinlich so ein bisschen mitbestimmen, wie das Ganze werden soll. Ja, bitte gehen Sie weg. Gehen Sie fort. So, gucken wir mal, was wir hier so machen können. Wie, was müssen wir denn hier zu sehen? Hier, ich meine, der Turm da unten ist schon kaputt. Den Turm hier brauchen wir. Oh, die Minions kommen alle. Das ist das, was sie meinten. Das ist der Fluch. Die haben alle 1 HP, die Minions, wenn die kommen. Das ist GG. Tatsächlich. Muss man einfach mal sagen. Das ist completely GG. Frage ist, wie lange das hält. Das ist halt echt OP, kann man sagen. Ich weiß nicht, ob das gewollt... Also klar, es ist gewollt irgendwie, aber das ist gerade OP. Okay, jetzt kommen sie wieder mit HP. Vielleicht habe ich auch was falsch verstanden, aber... Naja, kann alles sein. Hier oben ist der Nexus. Wir sind schon fast dran im Prinzip. Also eigentlich ist es halt wie die 3 und 3 Map, nur mit 5 Leuten. Also, dass du halt viel Action hast. Bitte nicht ich. No! Dass du viel Action hast, dass du viel Power hast, dass du eine kleine Map hast. Es geht schnell, die Map. Na, das alles. Bitte nicht. Oh! No! Ah, RIP. RIP, RIP, RIP. So, dann kaufen wir mal. Oh, stimmt, was ich vollkommen vergessen habe, Leute. Wenn wir den Kopf gegen mein Mikro. Death, die neuen, die alten Items sind zurück, teilweise Missions. Deathfire Grass, meine Freunde, wir haben Atmas, freaking Atmas halt. Irgendwo Spear of Sojin. Okay, irgendwas passiert wieder. Loot Teemo. Kill Loot Teemo. Forest Bound. Ja, schlecht, dass ich gerade in der Basis stehe. Ich muss jetzt schnell hier los. Machen wir mal das hier. Alter, gib mir noch mehr. Gib mir noch mehr. Gib mir noch mehr. Also, okay, die looten jetzt irgendwo hier Teemos. Da ist ein Teemo. Achso, die hacken jetzt alle drauf und kriegen mehr Gold, oder was? Beziehungsweise, oder, wer das Gold von Teemo insgesamt kriegt. Wo bin ich, Alter? Oh, ich bin hier.
Kommt der noch wieder hier, der Burrow? Ah, das sieht gut aus. Ich sag mal so, wir smashen schon ziemlich durch. Haben wir den Timo bekommen? Red Team wins a one-time GA for 90 Sekunden. Ach, das war das, was Mundo hatte. Der hat nämlich auch übel lange gedauert. Oh, hier gibt's noch einen Herald. Der hat übel lange gedauert, bis der, ja, wieder zu Leben kam. Der lag da. Alter, was ist denn hier? Stopp, der ist ja übel krass. Also, der ist nicht normale Haraldine. Der ist, Eckbert Haraldonsen. Der macht ordentlich Schaden. So, kann ich das haben? Grazie. So, gehen wir schnell shoppen. Also, man sieht, es gibt diese Random Events. Muss man halt überlegen. Also, ich hatte irgendwo gelesen, dass das RNG, diese Randomness, so ein bisschen balanced ist, so ausgeglichen ist, so. Das heißt, es kann jetzt, wahrscheinlich kriegen die Teams abwechselnd irgendwelche Bonis. Aber wenn man jetzt sagt, also ganz so meine Gedanken ist, man könnte sich vorstellen, dass man vielleicht sogar irgendwann eine Rangliste für dieses Game kriegt. So. Fuck you, boy. Ja, das heißt, dass du eine, nicht nur Solo-Q-5er, sondern Solo-Q-Nexus-Blitz. Könnte ich mir vorstellen. Frage ist nur, wie fair ist das, wenn man so viel RNG hat, ne? Das ist schwierig, wenn dann auf einmal das eine Team den GR dazu bekommt. Vielleicht bleibt es auch komplett einfach nur ein Fun-Mode. Kann auch sein. Also ich muss sagen, ich glaube, muss ich jetzt mal ehrlich sagen, die meisten Game-Modes bin ich nicht so hyped. Und bei dem weiß ich es noch nicht genau, aber ich glaube, der ist echt cool. Wenn man den zu 5 zockt, hier, das muss natürlich ausgeschmückt werden, aber das ist halt Alpha, ne? Das sieht halt ein bisschen mehr aus. Wenn du das mit 5 Leuten zockst und vielleicht sogar richtig Strategie oder einfach richtig auf Fun, ich glaube, da macht der Game-Mode übel Bock. Kann ich mir richtig gut vorstellen, glaube ich schon. Vor allem, weil es halt die ganze Zeit Action ist. Es geht halt richtig rund hier, ne? Du hast halt hier Kloppen und Möbel. Ich glaube, wir haben jetzt gleich gewonnen. Du hast halt hier richtig, richtig viel Feier. Na? Das macht den Game-Mode, glaube ich, schon cool. Ich muss bisher sagen, ich bin zufrieden. Und wer nicht zufrieden ist, die haben wirklich ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es ein experimenteller Game-Mode ist, dass noch absolut alles offen ist und dass nichts fertig ist. Oder wenig, sagen wir mal. Kann man hier irgendwie sterben? Das kann sein. Okay, also ich weiß jetzt nicht, ob das Ding mich gekillt hat oder ob Mundo broken war. Ich weiß es nicht. Aber das war der Game Mode, Leute. Droppt mir absolut gerne eure Meinung. Ich fand den auf jeden Fall cool. Sagt mir, was ihr davon haltet. Ich wünsche euch was. Haut rein. Auf Wiedersehen. Und tschüss.